Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Park Day auf der Xbox Series X und das natürlich mit Planet Coaster, meine lieben Freunde da draußen. Ja, es ist Samstag, aber kein Doppelwochenende. Also morgen gibt es keine Arc Park. Ne? Denkt dran, alle 2 Wochen. Ab und zu brauche ich auch mal ein Päuschen. So, aber dafür, guckt mal. Shipwreck Cove erinnert mich so ein bisschen. Sag mal, ist der Name irgendwie aus Sea of Thieves? Ich bin der Meinung, ja, oder? Ich glaube ja. Und es ist ein Piratenpark. Ja, na seht ihr, das ist doch ein guter Ausgleich. Wir gucken uns diesen Park an, ne? Und dann schauen wir mal gleich. Vielleicht sind ja auch ein paar nette Sachen dabei, die wir für den Arc-Park selber verwenden können. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wir legen los. Ich hätte auch da direkt drücken können, ne? Ah, ich Deppi. So, Park laden. Los geht's. Ja, jetzt ist ja der Park, der ist ja leider Gottes ein bisschen ausgefallen. Es liegt einfach daran, also ich gucke ja die Parks immer erst mit euch an, damit ich mich selber auch ein bisschen überraschen kann. Macht ja sonst keinen Spaß, wenn ich vorher mir das alles anschaue. Aber ich lade natürlich die Parks und gucke die schon mal von oben an, ob das vom Material her ausreicht für ein Video. Und leider Gottes, im Xbox Store bei Planet Coaster ist es noch nicht ganz so viel. Der hier sieht aber von oben recht attraktiv aus, auch von der Größe her. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall dicht auf dicht. Da habe ich Bock drauf. Und guck mal, 99%, sagt der Eugenzähler. Junge, 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 Junge. Da würde ich doch mal sagen, wir gehen rein, ändern die Kamera um. Und wir springen natürlich wie immer auf Terrain, damit wir mehr vom Bild sehen. So, wie ist der Eingang? Also links und rechts ein bisschen Wasser. Haben wir ja auch. Das finde ich schon mal sehr schön. Das ist schon mal hübsch. Was der Ersteller natürlich jetzt alles selber gebaut hat und was nicht, gerade hier bei den Häusern und so, das weiß ich nicht, liebe Freunde. Ne? Das ist scheiße. Das ist Mist. Karren! Ah! Wer macht hier sowas? Karren weg! Mann! Macht die Türe daran. Ich hasse diese Karren. So. Fängt ja schon wieder gut los. Also heute wird es wieder Karren geben, ohne Ende. Ansonsten, ja, ist also klar, es ist riesig, klobig, ne? Aber es passt einfach dazu, ne? Ich bin gerade am Überlegen, ob man da noch mehr dran machen könnte an die Wände, aber ach, nö. Gerade diese mediterranen Sachen, diese Wände, die sind ja in der Regel immer so nacksch. Weißt du, was willst du denn da manchmal unendlich an Objekte dran machen? Und er ist ja eh schon bei 100%. Also von daher braucht man da gar nicht großartig diskutieren. Hier gibt es ein Infogebäude, was glaube ich hier vorne ja auch schon ist. Und ich verstehe halt nicht den Baustil hier. Warum ist das auf einmal so ein Bürokomplexgebäude? Das passt jetzt optisch irgendwie nicht so ganz. So. Und dann laufen wir mal hier weiter. Hier sehe ich schon mal fliegende Objekte. Ja, ich sehe alles. Ich sehe alles. Aber der Baum an sich ist ziemlich geil gemacht. Kick mal. Also der Baum an sich ist richtig cool gemacht. Gerade für meinen Urwald. Weißt du, da überlege ich es schon mal. Der muss halt nur in den Boden rein. Der muss halt nur in den Boden rein. So, wir gehen mal weiter. Ah, die fliegen ja alle. Scheiße. Mann, mach die Dinger runter. Zerstört hier gerade die Atmosphäre. Mann, 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 Mann. Was denn das? Ist ein Ausgang, ne? Hier steht ja keiner davor, also ist es ein Ausgang. Hier ist was Schönes. Ich gucke mir mal den Badebereich an. Hier ist so ein Sumpf mit. Warum fliegt denn hier alles? Mensch! Kenner! Fliegenden Sachen. Okay, hier geht's in das Lift. Wo geht denn der hin? Sehr interessant. Aber ich glaube, mit dem werden wir. Geht es dann rüber auf die andere Seite oder was? Ah, guck mal. Oh, das ist ja interessant. Oh, wollen wir da mal eine Runde mitfahren? Einfach mal. Aber dann spoilern wir uns schon. Ach, okay, komm, machen wir zum Schluss. Machen wir zum Fazit. So, das Gebäude, das ist so, wie es ist, fertig. Das kennen wir. So, was haben wir hier noch Schönes? Da hinten ist die Schiffsschaukel. Relativ unscheinbar da hinten. Versteckt so ein bisschen. Ja, die Pflanzen, ne? Ihr seht ja, ich predige es ja immer wieder. Ihr müsst die Pflanzen auch mal drehen, ansonsten sieht das nämlich so aus. Und selbst diese Scheißpflanzen fliegen. Och, Menno. Was hat er denn da gemacht? Und hier die Palmen. Ja, so akkurat wächst natürlich nichts, ne? Das wisst ihr alle. Also, das geht nicht. Mann. Muss doch nicht sein. Oder? Komm, wir gehen weiter. Wir lassen uns jetzt nicht stören. Ich will Spaß haben hier drinnen.
Das ist ein Fertigobjekt und hat er auch leider einfach nur so hingestellt. Hier fliegt ja alles. Na gut, vielleicht. Wir sagen jetzt einfach, dass der Park wurde von irgendeinem Piratenfluch getroffen und seitdem fliegen alle Objekte. So. Das ist aber eine erste Achterbahn. Macht mal Platz. Ich will hier durch. Der Sonnergy will fahren. Und, na ja, verdammt. Nix Achterbahn. Nix Achterbahn. Ja, das Ding ist es. Ah, das passt aber trotzdem ganz gut hier rein, finde ich. Ah, das schön umrandet hier mit dem Licht. Klar, Klassiker. Kann man so machen. Das geht klar. Hier vorne, also ich weiß nicht, dieses Gras. Mir fehlt auch bis jetzt auch alles. Warum fliegt denn hier die nächste Palme? Oh. Was hat er denn gemacht, der Junge? So. Das sieht aber schon mal selbst gebaut aus, oder? Bin mir nicht sicher. Aber nette Idee hier mit den Stufen so. Das ist nicht schlecht. Also das finde ich ganz gut. Ich glaube, das übernehme ich sogar. Das gefällt mir ganz gut. Gerade für den Urwaldeingang. Na, wobei Urwald, dann passt ja eher mit Stein. Na, wir gucken mal. So, hier drüben haben wir das Schiff mitten im Berge. Geht immer. Die Kanonen kommen raus, kann man machen. Hier unten ist ein Shop. Das ist auf jeden Fall ein Fertighaus, das sehe ich. Das hier ist auch ein Fertighaus. Und hier gibt es wahrscheinlich wieder... Nee, keine fliegenden Bäume, oder? Keine fliegenden Bäume. Gut. Ah, hier drüben. Schöne Wasserfälle. Das gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Guck mal. Das ist schön. Warte mal, haben wir die Zeit? Ach, die Zeit ist die ganze Zeit. Wir wollen natürlich hier schon eine richtige Zeit haben. Der Stein hier. Der ist, weiß ich nicht, warum... Der hat auch keine Bewandtnis. Mach den mal weg hier. So. Gern geschehen. So, weg damit. Was sind die Bänke hinter den? Ja, das geht natürlich nicht. Also. Nee. 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 Also, wer gedacht hat, die Karren sind heute das geringste, das größte Problem. Der wird jetzt eines Besseren belehrt. Hier war so auch ganz schön nass. Warum? Was ist denn hier los? Warum hat denn der hier die Fontänen gemacht? Was soll denn das darstellen? Ich habe keine Ahnung. Toiletten? Ja, das ist auch so ein Fertigding. Da sind die Kacheln. Die übersehe ich jetzt einfach mal. Aha. Pipe-Shot-Shoes. Mhm. So ein paar nette Sachen sind ja da. Also man sieht ja, also ja, derjenige hat auf jeden Fall einen guten Blick, was Natur betrifft. Das verstehe ich nicht. Warum ist hier noch eine Toilette? Ich glaube, ich ahne Schlimmes, liebe Freunde. Weil auch alles fliegt. Ich vermute mal, der hat viele Sachen Copy-Paste gemacht. Und deswegen sind auch solche Sachen mit dabei. Ah! Das ist ja ärgerlich. Also ich will jetzt nichts groß unterstellen. Vielleicht sieht derjenige auch irgendwann mal das Video und kann was dazu sagen. Ne? Aber ich glaube, wir haben hier einen Copy-Paste-Park. Würde ich fast vermuten. Und wenn du das selber baust, dann passiert dir sowas nicht. Das kann mir keiner erzählen, dass da auf einmal so ein Toilettenhäuschen noch übrig bleibt. Gerade wenn du systematisch anfängst zu bauen. So. Warteschlange. Schon mal ganz nett hier gesiemt auf jeden Fall. Ausreichend. Sehr schön. Hier geht's nochmal hoch. So ein Häuschen. Wunderbar. Und dann können wir endlich auch mal was fahren. Jetzt fährt er da schon los. Warte mal. Nimm ich mit. Nimm ich mit ins Abenteuerland. Auf deine eigenen Reise. Wo finde ich nur den Wagenmann? Ist das der? Das ist er, ne? Klar, das ist er. Das ist der Erste. Wir saßen schon richtig, Mann. So, halt. Wir machen erstmal normale Geschwindigkeit. Das finde ich schon mal cool, hier so durch. So ein bisschen Kanalisationsfeeling. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn du richtig in der Stadt wärst. So hast du natürlich das Parkfeeling, ist auch okay. Da oben schön den Skilift, das. Die Achterbahn. War das ein Bumerang? Ich glaube schon, ne? So ein Drop-Ding ist das. So, auch mal habt ihr gerade den Schatten gesehen vom Sessellift in den Stein? Das war geil. Ah. Sehr schön. Ja, hier geht's nochmal hier durch. Jawohl. Hier sind Holzbretterchen. Und da wurde auf jeden Fall obligatorisch hier
das Ding gebaut. Oder er hat es halt hoch runtergeladen. Ich weiß es nicht. Das gefällt mir gut. Ich bin ja immer noch bei mir am Überlegen. Ihr wisst ja alle, wir bauen ja gerade die große Achterbahn da. Auf der zweiten großen Insel. Oder beziehungsweise die ist ja fertig gebaut. Aber die muss gesiebt werden. Und ich überlege, wie ich den Aufgang mache. Und das hier gefällt mir sehr gut. Oh, ich glaube, das werden wir so machen. Ah, ich glaube schon. Ja, hier oben der Turm. Super. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was selber gebaut ist. Wir können nur das bewerten, was da ist. Und das hier gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ah, schöner Blick mit Sonnenuntergang gleich. Und da geht's ja aber direkt runter. Ah, gegen den Pfeiler und die Auslaufzone verkackt. Und da bist du natürlich voll in die Kurve geknallt. Ja, die Auslaufzone ist natürlich viel zu kurz dafür. Die muss länger sein. Auch hier, jetzt wird's, hier geht's nicht mehr vorwärts. Also hier und da echt viele Elemente, die hier leider Gottes immer wieder irgendwo reinragen. Verstehe ich nicht, aber das Gesamtkonzept ist da, ne? Das ist was Fertiges. Und dann was Eigenes noch mit dazu gebaut. Ich wette es mit euch. Ich würde darauf wetten. Und das erklärt nämlich warum, weil die Struktur hier, die ist mega gut. Also, das Durchfahren ist super. Also, das ist ja okay. Also, bis auf die Abfahrt da. Ne? Die war zu kurz. Aber ansonsten, das hier, das stimmt alles. Das stimmt alles. Aber immerhin wieder sind da Objekte dadurch, wo ich mir denke, nee, wenn du deine eigenen Sachen baust, dann fährst du die ja auch nochmal. Und das nicht nur einmal, sondern auch zwei oder dreimal. Überleg mal, wie oft wir meine Bahnen gefahren sind, bis die komplett fertig gesiebt waren. Und dann fällt dir das auf, dass da irgendwas durchbackt oder so. Das ist dann einfach nur, ich habe noch schnell ein paar Sachen hingestellt, damit es anders ausschaut. Sage ich. Sage ich. Was sind die gerade? Habt ihr es gerade gesehen? Okay, also hier auch da wieder ein Toilettenhäuschen, was viel zu tief eingelassen worden ist in die Erde. Kann da nochmal jemand reingehen? Das sah lustig aus. Entschuldigen Sie, müssen Sie auf Toilette? Ja, genau Sie. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie, ich möchte jetzt nicht wie ein Spanner klingen, aber möchten Sie auf Toilette gehen? Sie, junge Frau, auf Toilette? Ja, wir begleiten Sie sehr, sehr gerne. Ja, genau. Da sind Sie richtig, junge Frau. Bitte den linken Eingang nehmen, das ist für die Mädchen. Gehen Sie ruhig rein, wir kommen nach. Okay, in die Richtung ging. Jetzt will ich aber sehen, wenn sie rauskommt. Verdammt! Jetzt war sie zu schnell. Gut, wir gehen weiter. Mann! Menno, Menno. Ja. Oh, das ist auch schön. Mit den Holzbrettern. Holzbretter und Piratenbereich geht immer. Auch schön behangen. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ach man, was ist denn das? Was soll denn dort? Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So schöne Sachen. Und dann hier wieder, auch da wieder fliegende Objekte. Und das seht ihr. Das wird ein komplettes Fertigding sein. Ich klick's einmal an. Ja, das komplette Ding. Plus allen hat er sich runtergeladen und dann einfach hingestellt. Und hat dann nicht darauf geachtet, dass das auf seine Umgebung natürlich nicht passt. Ne, das wird vorher, wo er es runtergeladen hat, der richtige Ersteller, der wird hier wahrscheinlich Berge gehabt haben oder so, damit die Objekte logischerweise nicht fliegen. Ah! Wir ziehen das jetzt hier durch. Wir laufen jetzt durch diesen Park. Ich meine, an sich ist er ja... Es ist ja trotzdem... Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich einfach mit Sachen bedient. Ich finde es halt cool, wenn man es in die Beschreibung reinmacht, so wie der unser vorletzter Park oder letzter Park. Das finde ich immer ganz nett. Ist auch nett gegenüber den Erstellern. Und natürlich, wenn man das halt testet, auch immer sehr schön. Und das hier ist ein Hotel, ne? Und das wird dann wahrscheinlich auch komplett runtergeladen sein. Denn das sieht sehr akkurat und sauber aus. Schöne Idee, dieses Häuschen quasi als Durchgang zu machen für dieses Schiff, was dann als Hotel dienen soll. Sehr schön. Und auch da, ihr seht, es fliegt. Und dementsprechend auch hier Copy-Paste in the Park. Wasserfall? Ja, kann man machen. Kann man machen. Die stehen da an. Wie sind die da hin? Ach, hier. Hier. Na, guck mal. Ja, hier lässt die Physik nach. Und Moment mal, das ist aber jetzt nicht der. Ach doch, das ist der, ne? Ne, den noch nicht.
Das gönnen wir uns zum Schluss. Weiter geht's. Lauf ich gerade im Kreis? Nee. Guck mal hier, da fährt doch was. Ach, das ist die andere Seite von dem Schiff, oder? Aha. Aber hier alles dieses tief eingelassen. Ich weiß nicht, was er da... Ah, das ist kacke. Also, wenn du Copy-Paste machst. Scheiße. So. Genug geflucht für heute. Nein, da fährt er! Ah, da kommt der Nächste. Wunderbar. Kommt ja wie gerufen hier. So, rein in das Ding. Nein, wir wollen komplett von Anfang. Auch wenn der eine noch nicht weit war. Aber wir wollen komplett hier fahren. Und da backt schon das Erste in die Schiene rein. Ja, hier kann man nochmal schön gucken. Sehr schön, sah gut aus. Hier haben wir schöne fliegende Lichter, auch wunderbar. Ja, das überrascht mich jetzt nicht mehr. So. Der sitzt neben mir. Heinrich. Heinrich, bist du bereit? Du, wir sind hier, glaube ich, Alter Falter. 60 Meter. 60 Meter, Heinrich. Das ist es, oder? Okay, wir machen... Oh, das ist so gefährlich und gemein. Und... Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das geht ab! Oh! Schöner Speed. Schön smooth. Oh, da gab es nochmal ein Schiff ins Gesicht und da gibt es nochmal ein paar Schienen ab. Ah. Aber die Bahn ist smooth. Die fährt sich gut. Oh. Mal die Hände runter. Da, oh, da war ein fliegender Pirat. Auch der ist meinen Blicken nicht entkommen. Ah, da ist auch nochmal ein Objekt, was rumbackt. Aber die Bahn ist geil. Schöner Speed, richtig rasant. Und da gab es nochmal den Baum in die Fresse. Wunderbar. Ah, nochmal eine Palme. Jawoll. Jetzt ist das Gesicht völlig demoliert. Mann, Mann, Mann. Aber schöne Länge. Oh, schöne Länge. Das geht ab. Richtig geil. Also die Bahn... Erste Sahne. Also, also das Fahren war erste Sahne. Ja. Aber auch hier hat der Ersteller wieder einmal nicht aufgepasst mit den Objekten platzieren. Schade. Ärgerlich. Ich weiß halt nicht, ob die Bahnen... Kann man eigentlich sehen, ob Bahnen selber gebaut sind von einem? Kann man die Ersteller sehen? Das könnte mir vielleicht mal jemand nochmal schreiben, weil dann könnte man da auch nachschauen und dann halt denjenigen auch erwähnen, sage ich jetzt mal. Wenn derjenige das selber gemacht hat, dann kann er definitiv Bahnen gut bauen und dann für alles andere muss er sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber die war schön. Die hat Spaß gemacht. Die hat wirklich Spaß gemacht. Ja, das ist ja. Ja. Soll ich jetzt dazu sagen, Mann, ich laufe hier lang. So, spar mir das. Was ist der Ausgang, ne? Oder was ist denn das? Ach, hier ist der Ausgang direkt schon zugemauert worden. Hat er vielleicht selber nicht mehr gesehen. Oh, da war ja ein Ausgang. Aber da gibt es auch Raucheffekte. Schön. So. Das war der Weg, ne? Wo die Leute drunter kriechen müssen. Aber da war doch noch eine Bahn in der Bahn. Ich will die nicht verpassen. Also die Bahnen sind ja eindeutig das Highlight. Und hier geht's rein. Komm. Da wieder ein Stein, der durchbackt. Ja, so eine Pflanze. Ein bisschen, ja, das ist doof, wenn es komplett in den Weg reinragt. Achso, das war ja die Krake, stimmt. Die Oktopus. Der Oktopusi. Gut, fliegende Palme, hab ich gesehen. Wir gehen weiter. Da brennt auch was, ne, am Schiff. Das wollen wir uns doch mal genauer angucken. So, wir... Ich darf jetzt keine Orientierung verlieren. Hier ist natürlich mega Stolperfalle. Also da wirst du angezeigt. Wenn es hier Unfälle gibt. Okay, das brennt dauerhaft, so wie es aussieht. Aber hier sind noch irgendwie... Aha. Naja, why not, ne? Ja, ich habe den Weg da drüben nicht vergessen, aber wir wollen ja in Uhrzeigersinn laufen, Freunde. Bleibt mal ganz unruhig jetzt hier. Da ist die andere Bahn. Ah, habe ich Bock drauf. Hier, das Durchlaufen gefällt mir sehr gut. Mit den Schienen überall. Das mag ich.
Ja, auch das ist ein Fertigobjekt, weil ihr seht ja, das ist eigentlich dafür ausgerichtet, dass man hier gerade reingeht. Aber, naja. Okay. Ach so, er steht. Er hat es auch nichts weiter verwendet. Es ist einfach nur platziert worden. Ja, das ist ein. Da kommen dann die Fehler, ne? Platziert, 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 Pack fertig, hochgeladen. Guckt euch das an. Ja, Manno. Oh Mann, lass mich wieder eine Bahn fahren, komm. Ich will mich nicht aufregen. Lass mich eine schöne Bahn fahren. So. Heinrich, Henry, Hans. Hier, die sieht gut aus. Hab ich Bock? Rein in den Wagen. Nee, das ist der Falsche. Das ist der Richtige. So. Oh mein Gott, Herr Müller. Herr Müller, Sie sind ja auch hier. Ja, dann halten Sie sich gut fest. Das geht jetzt los hier. Ah, bin gespannt. Das sieht auch auf jeden Fall nach einer Familienachterbahn aus, ne? So gute 30 Meterchen dürften das sein. Sehr langsamer Lift. Aber du, bei der Meterhöhe, da kann man sich das mal gönnen, um sich wirklich in Ruhe umzuschauen. Sehr, sehr schön. Ich mache jetzt mal für uns ein bisschen schneller. So, wieder normale Geschwindigkeit. Und dann, Herr Müller, halten Sie sich fest. Jetzt geht's aber los. Und da fahren wir direkt durch den ersten Stein. Ach Mann, der hat's mit der Deko versaut. Ah, das ist ein AMG, RMC. Mein Gott, ein AMG. Wir fahren ein AMG, Summit Chief, du alter Vollhorst. So. Oh, habt ihr gesehen? Oh, so ein richtig kleiner Mini-Airtime war das, ne? So ein kleiner Hubbeldi-Bub. Ein Hubbeldi-Bub. Der hat Spaß gemacht. Den kann man sogar bringen. Da bleibt das Genick auch noch dran. Wunderbar. Hier nochmal schön in die Kurven. Sauber. Ja, das ist ein Familiencoaster. Den kann man fahren. Herr Müller, da hätten Sie ruhig Ihre Kinder mitnehmen können. Und die Frau. Und die Oma. Die hat auch noch Spaß hier. Da fliegen die Zähne, aber es macht Spaß. Ja, sauber. Da war ganz schön viel Immersion gerade los. Aber das war auch wahrscheinlich das Ende, ne? Oder? Geht nochmal leicht nach oben. In die Station. In die Station? Ja, hier wird es abgebremst. Jetzt sind wir oben drüber. Ja, da wird nochmal schön. Ah, wunderbar. Also, die Coaster sind klasse. Die Coaster machen Spaß. Wenn du nicht ständig noch gegen irgendwelche fliegenden Sachen fahren würdest. Ja, aber hier hat sich das Ganze noch einigermaßen in Grenzen gehalten. Schön. Auch der toll. Nicht ganz so geil wie der erste, aber er war gut. Er war sehr, sehr gut. Ja, auch hier haben wir natürlich wieder, ne? Fertiggebäude hingestellt. Ist scheißegal, ob es in der Luft fliegt. Hauptsache, es ist am Weg dran. Ach, Mann. Warum macht man sowas? Ach, Mist, ist das doch. So, was haben wir denn hier noch? Ach, wir sind. Oh, nee. Sind wir schon durch? Oh, nee. Nee, 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 nee. Ja, okay, warte mal. Halt. Ich hab's nicht vergessen, Freunde. Wo war die Stelle, wo wir nach rechts wollten? Hier, ne? Hier rein. So, gucken wir mal hier. Das ist dann die Mitte, ne? Aha. Was haben wir denn hier Schönes? Aha, das ist aber hübsch gemacht. Ah, die Schilder passen gut. Das muss ich mir merken, du. Oh, guck mal. Ah, da ist doch wieder was für Papa. Na, das nehmen wir noch mal mit. Ist doch wohl klar. Nein, falscher Wagen. Jetzt versuchen wir zu erkennen, welcher hier der richtige Wagen ist. Hä? Ja, welcher denn nun? Muss ich doch mal Play machen. Da war doch gerade einer in der Station. Der hier ist es. Kommt einsteigen. So, die Kinder. Wow, nicht ganz so schnell. Uiuiuiui. Na du? Ah, ne, mir ist Platz frei, ne? Ja, gut, ich bin heute alleine unterwegs. Schöne Ding hier. Noch sehr gemächlich, aber ist auch okay für diese Bahn, ne? Das geht ja auch darum, viel zu gucken, ab und zu mal nass zu werden. Bei solchen Bahnen finde ich immer ganz wichtig auch, dass man die Fußwege in der Nähe setzt und dann solche Wasserpistolen, also solche Spritzdinger hinmacht.
Das ist halt immer ein Highlight für die Kinder. Ne, wenn dann andere irgendwie versuchen, einen abzuschießen oder so, das ist halt... Das mit... Boah, guck mal da! Kommt sogar das Monster raus, ja! Klasse! Da, lässt er sich nochmal blicken. Aber wir müssen ein bisschen schneller machen. Ein bisschen schneller, sonst kommen wir mit den Dingen hier nicht vorwärts. Schön, hier nochmal so unten drunter durch. Ja, dann nochmal durch den Pfeiler durch. Ja, leider Gottes. Und jetzt geht's ein bisschen runter. Könnte sogar noch ein bisschen mehr werden. Aber wir drehen uns dauerhaft, das ist gut. Das wollen die Kinder, seht ihr ja. Die haben Spaß. Überall da am Wasserfall, denkt dran. Ach, wir sind durch. Ach, guck. Aber geht. Also die geht. Die macht Spaß. Im Spiel eher weniger beim Zugucken bei sowas, aber in Real Life sind die Dinger, die sind immer lustig. So, was haben wir denn da? Wo ist hier der Eingang? So, das sind die Toiletten. Die sind wesentlich mal alle auf einer Höhe. Schon mal schön. Ich gucke jetzt nicht, ob die Dinger da in der Luft fliegen. Nein. Mach ich nicht. Nein. So, wo ist hier der Eingang? Das hier? Was denn das? Oh, schießen. Ne. Warte mal. Kann ich hier schießen? Schießfahrgeschäft starten. A, feuern. Oh, oh, yes, baby. So, oh, geil. Endlich kann der Sonnenschieber ballern. Das mag ich. Oh, ist das toll. Ha, da hinten ist auch was. Jawohl. Kann ich mehrmals drauf ballern? Muss ich nachladen? Nö. Nö, das ist so typisch, ne, wie man es kennt. Yes, baby. Ja, hier da hinten den großen, den will ich noch haben. Ich treffe nicht. Ist gar nicht so leicht mit dem rechten Stick. Kann ich auch einen linken nehmen? Ne, den linken geht nicht. Der linke geht nicht. Oh, yes, baby. Aber auch die ist sehr gut gemacht und gesiemt. Ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass die nicht von dem Parkerbauer ist. Wobei, da fliegen wieder ein paar Objekte. So. Zack. Den großen noch. Und den nehme ich auch noch mit. 320 Punkte. Sonne G ist gut am Start. Wunderbar. Der wird auch noch weggeballert. Da, oh, Mist. Jetzt habe ich mich drauf versteift, nochmal das eine zu nehmen. Ah, da war ein kleiner versteckt. So schnell konnte sie gar nicht mit dem Stick hin. Nö, 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 Benne. So geht es aber nicht. Gerade frisch geschossen. Alles wieder verballert. So. Komm, ich will den kleinen. Die machen bestimmt die meisten Punkte. Muss ich eigentlich in die Mitte treffen? Gibt es da mehr Punkte? Nö. Schön, dass mir das am Ende einfällt, ne? Nachzugucken. Ja, 450 Punkte. Oh. 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 Ja, ich bin der Gewinner der Herzen. So. Raus hier. Die war schön. Auch die hat Spaß gemacht. Fand ich cool. Ich fand das schön. Man glaubt gar nicht, wie groß die ist, ne? Die ist auch schön eingebettet hier. Aber auch da, jetzt seht ihr das wieder, ne? Fliegend. Das ist einfach... Ach man, na! Ja, der ganze Park ist Copy-Paste. Mann. Aber die Zusammenstellung ist einigermaßen attraktiv gemacht. Also das, da kannst du nicht meckern. Also meckert nicht da draußen, Freunde. Achso, das war's, oder was? Hier ist nichts mehr, ne? So. Geh nochmal hier lang und dann wird das dann da auch der Weg gewesen sein, ne? Ja, hier war das. Guck mal. Sind wir wirklich durch? Ich meine, wir fahren jetzt den Sessellift noch. Einfach mal hier durchrennen. Bam, 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 bam. Und dann gucken wir uns das Ganze mal noch von oben an. Jetzt versuch mal hier genau in den richtigen Wagen zu kommen. Ja. Komm, wir geben mal Vollgas. Bis wir einmal unten sind. Schön nochmal gegen den Baum. Super. So, und dann nehmen wir das als Startpunkt. So. Liebe Freunde, lasst uns doch schon mal, während wir hier jetzt mit den... Wartet mal. Noch nicht. Noch nicht. Wir gehen noch nicht hoch. So, jetzt. Lasst uns das jetzt mal nutzen, um jetzt hier ein Fazit zu machen. Wir sind auch tatsächlich wieder nach einer halben Stunde. Ich glaube, wir brauchen nicht großartig diskutieren, denn wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen. Beziehungsweise ich.
An sich die Zusammenstellung des Parks ist ja nicht schlecht. Ne, der sieht von oben imposant aus. Dieses Eng auf Eng macht natürlich, ist natürlich immer cool in der Konsolenversion. Das hier fand ich richtig gut. Aber ich weiß halt oder ich spüre halt, dass sowohl die Achterbahn, eigentlich ist alles, glaube ich, nicht selber vom Ersteller gemacht worden. Weil das haut sonst einfach nicht hin mit den ganzen fliegenden Objekten. Also da wurde, selbst die Bäume wurden nicht einzeln gesetzt, sondern da wurde einfach wirklich diese ganzen Sets genommen und deswegen fliegen halt auch wirklich die ganzen Gruppen. Es ist natürlich schade, aber es war trotzdem schön und gerade für meine Eindrücke, guck mal das hier unten an, guck mal das Dach da an, das sieht imposant aus. Also wer auch immer das gebaut hat, das ist klasse und das gefällt mir wirklich richtig gut und da kann man echt nichts sagen. Diese Bahn hier war ein absolutes Highlight, die hat richtig Spaß gemacht vom Fahrfeeling, schönes Tempo, also wirklich, die war cool. Und ich finde es jetzt einfach schön, wie man hier so drüber fährt. Und das hat er ja zumindest selber gemacht, die Zusammenstellung. Und das hat ja auch was. Man muss ja nicht alles können, um Gottes Willen. Aber, wie gesagt, bitte in die Kommentare. Oh, das ist zu nah. Okay, da fährt man natürlich gegen den Wagen dann, wenn die kommt. Aber man muss es, ich predige euch das immer wieder, schreibt es doch einfach fairnesshalber in die Info rein. Ne? Ihr alle wollt ja keine schlechte Bewertung haben. Ich bewerte sowieso mal alle Parks gut, die ich mir gerne anschaue. Aber es gibt viele, die geben euch nur eine 1-Sterne-Bewertung oder sonst was, weil man sich halt einfach denkt, die sind ja nicht gefahren. Habt ihr gerade gesehen? Sag ich doch, die fehlt dann noch. Die fehlt dann noch. Ich mache hier ein Fazit und die fehlt dann noch. Das gibt's doch wohl nicht. Das gibt's doch wohl nicht. Lass mich aussteigen. Wir sind eh durch. Wo war das? Stimmt, fällt mir gerade ein. Wir haben sie doch vorhin noch gesehen. Wo ist hier der Eingang? Die fehlt ja noch. Wo ist dein Häuschen? Hier. Hier. Hä? Ach da. Oh, du wartest. Du wartest, mein Lieber. So nicht. Ja, gut, dass ich Pause gemacht habe, sonst hätte man es jetzt wieder gespoilert. Ja, okay. Na, aber dann nochmal hier zum Abschluss. Ah, oh, schön Drop. Dropkick, ne? Dropkick, heißen die Dropkicks? Es war doch immer, die sind doch eigentlich dafür da, dass man eine besonders hohe Abfahrt fährt und dann einmal nach unten knallt. Und vor allem auch in der Luft mal kurz stehen bleibt. Aber das sieht für mich aus wie eine normale Achterbahnführung. Gibt's den so als normale Achterbahnführung? Ich weiß es nicht. So, normalerweise, oh, das ist schon, oh, das ist aber schon sehr eng dran. Eieieiei. Aber er ist smooth. Er ist smooth, das Tempo ist sehr angenehm. Ja, natürlich gibt es da wieder ein paar Palmen. Und direkt den nächsten Lift. Ah, hätte man sich vielleicht auch anders sparen können, aber naja, gut. Komm, sind wir nicht so. Sonnenuntergang hier. Ich will jetzt runter. Ja. Abwärts. Nochmal den Baum in die Fresse. Wunderbar. Wenn deine Mama fragt, hast du Spinat gegessen? Nein, Palme. So, da jetzt direkt in den nächsten Lift. Ja, immer so ganz kurze Dinger. Und dann geht's direkt in den nächsten Lift. Der auch der höchste ist. Kann man machen. Jetzt will ich ihn aber stehen haben. Jetzt will ich ihn stehen haben. Sonst ist es nicht gut. Jetzt muss er stehen. Steh. Steh. Ja. Ja. Gut gemacht. Abwärts. Sehr schön. Jetzt macht auch alles davor Sinn. Diese kleinen Mini-Inversionen, bis ich wieder direkt zum nächsten Lift ging. Wunderbar. Genauso kann man machen. Richtig. Das ist ein Dropkick. So läuft das. Schön. Auch wenn die Einschienen da, die waren echt nah aneinander, ne? Also, weiß ich nicht, ob das ganz so realistisch ist, aber egal. Egal. Die Idee dahinter und die, ich sag mal, die 90%ige Umsetzung, die war da. Jetzt zum Schluss aber ganz schön ruckig gewesen durch die engen Kurven. Aber sie war da. So. Also, liebe Freunde. Fazit. Es gab heute extrem viele Palmen zum Essen. Also, das hat auf jeden Fall gemundet. Ja. Wir haben auch den fliegenden Teppich, wollte ich schon sagen. Nein, die fliegenden Objekte gesehen. Und ja,
Trotz allem, ich hatte Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich freuen. Ihr unterstützt damit meinen Kanal. Das tut euch nicht weh. Und ja, ich sehe es dann halt und freue mich halt einen Cola-Keks. Na. So, jetzt markieren wir das wieder, denn wir wollen natürlich wissen, wie viele Objekte sind denn hier insgesamt verballert worden. Und ihr seht schon, 29.625. Wie weit sind wir denn jetzt in Arkpark? Weiß das einer aus dem Stegreif? Wo war man da zuletzt gewesen bei wie vielen Objekten? Ich habe immer noch Angst, ne, wegen den Eugenzähler. Aber egal. Das war der Park. Ich habe schon wieder den Namen vergessen vom Park. Irgendwas mit Shipwreck Cove? Das war doch der gewesen, ne? Dieser CSC Name. Ja. Also, ich sage Dankeschön fürs Reinschalten. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Euer Sonnergy. Ciao. Hat er hier vorne auch fliegende Palmen? Wollen wir mal gucken. Hier vorne war es mir ja noch gar nicht aufgefallen. Pass mal auf, da gucken wir mal. Vielleicht war er hier noch motiviert und hat den Eingang so selber gebastelt. Den kannst du nicht Copy und Paste machen. Guck mal, das musst du ja schon selber. Und dann hat er sich ab dem Rest des Parks gedacht, ja, jetzt hau ich einfach Objekte rein. Guck mal, hier hinten sogar mit, Naja, schön. Ah, das könnte ich mir auch mal angewöhnen. Das könnte ich mir auch mal angewöhnen. Warte mal, wie kann das. Ach doch, der ist breiter als ich dachte. Ich habe schon gedacht, hä, wie kann der denn noch mit Platz haben? Aber. Nee, nee, das geht. Ach, ich hatte trotzdem meinen Spaß. Ich fand den trotzdem gut. Ich fand den gut. Ich fand's gut.